Nun, jetzt möchte ich die Entkalkung an einem recht komplizierten Gerät mit zwei Auslässen darstellen. Aber es ist der Stellvertreter für alle Wasserionisierer mit einem Durchflussregler. Das heißt, der On-Off-Schalter ist ein Wasser-Ein-Aus-Durchflussregulierventil. Das heißt, wenn ich wenig aufmache, dann kommt auch wenig raus. Wenn ich viel aufmache, dann kommt auch viel raus. Und jetzt das gleiche Spiel wie bei allen anderen Wasserionisierern. Ich schaue, wie ist das Verhältnis basisches Wasser zu saurem Wasser. Bei diesem Gerät und bei allen anderen Wasserionisierern ist das Verhältnis normalerweise ungefähr halbe halbe. Zum Entkalken benötigen wir wie immer Zitronensäure und ein Gefäß mit Wasser und die Pumpe. Die richtige Pumpe mit dem richtigen Schlauch. In diesem Fall ist es der dicke graue Abwasserschlauch von diesem Wasserionisierer selber, aber die Pumpe kommt schon mit diesem grauen Abwasserschlauch. Sie sehen, es ist derselbe Schlauch. Ja? Die Zitronensäure haben wir schon hereingeschüttet, circa 2-3 Esslöffel. Und in diesem Fall, da jetzt beim Auslass hier schon so Kalkflecken sind, entkalke ich den Auslass schon vorab so ein bisschen, damit ich mit dem Schlauch hier besser drauf komme und damit das Ganze auch schön ohne Kalkflecken da schön dicht sein kann. Ja, tue ich noch ein bisschen mit dem Finger so rum und schon habe ich einen schönen Auslass. Jetzt versuche ich das Ganze hier drüber zu stülpen. Ich weiß, es ist nicht das Einfachste, aber es muss geschehen werden und es geht. Ja, Fingerspitzengefühl, man hat Übung. Ich probiere es noch ein zweites Mal. Eine Sekunde. Und wenn man da eben ein bisschen unsicher ist, kann man immer noch so ein bisschen den Schlauch aufwärmen, erwärmen. Ja, so ein bisschen erwärmen, damit er dehnbarer ist. Und siehe da, geht viel besser drüber. Ja. So, jetzt habe ich ihn schon mal drüber und jetzt so ein bisschen mehr. So. Und dann so richtig dagegen drücken, so, ja, so. Weil es muss ja auch dann jetzt hier eigentlich so 2, 3 Stunden halten, ja, so nochmal so richtig, so, perfekt, ja. Und jetzt prüfen, ob das auch rausgehen kann, nein, geht nicht raus, perfekt. Abwasserschlauch, auch natürlich in das Gefäß herein. Bei diesem Gefäß muss man von oben, es geht nicht vom Abwasserschlauch, weil sonst würde es am anderen Auslass hier herauskommen. Dann würde es an beiden Auslässen herauskommen. Würde theoretisch auch gehen, da müssen Sie hier noch einen Schlauch dann hereinführen und so. Aber wir machen die separat. Das heißt, hier haben wir mal das Teil, machen einmal kurz an, lassen die Luftblasen heraus. Zack, Luftblasen draußen aus. Hinzufügen möchte ich, dass sozusagen hier bei Geräten mit einem Durchflussregler muss man aufpassen, wenn man am Wasserhahn das Gerät installiert hat, dass der Durchflussregler nicht offen steht. Weil wenn er offen steht, könnte das Wasser sozusagen zurückfließen in den Wasserhahn. Und wenn man dort Pech hat, steht der Wasserhahn-Umschaltventil genau diagonal, sodass das Wasser sozusagen zurückfließen kann durch die Filter aus dem Wasserhahn heraus. Das würde bedeuten, dass Zitronensäurelösung in die Filter hereingelangt. Und dann muss man den Filter dann austauschen. Das heißt, man will das vermeiden. Das heißt, beim Entkalken immer schauen, dass kein Wasserzufuhr ins Gerät sozusagen auf-off. Bei den Geräten mit Magnetventil, EOS oder andere Geräte mit einem On-Off-Magnetventil, ist diese Gefahr nicht gegeben. Aber bei den Geräten mit einem Drehregler und am Wasserhahn installiert, ist diese Gefahr gegeben. Deswegen immer darauf achten, dass kein Wasser zurückfließen kann bis hin zum Umschaltventil. Und jetzt stecke ich die Pumpe an und prüfe, ob Wasser fließt. Ja, es fließt. Weil man sieht, das ist ein bisschen sehr voll, lasse ich ein bisschen Wasser abfließen. In ein Glas zum Beispiel. Man sieht, der Spiegel der Zitronensäurelösung geht herunter. Ja, und jetzt machen wir wieder weiter. Und so lässt man das Ganze jetzt 3, 4 Stunden laufen.
Aus Erfahrung kann ich sagen, wenn er sehr verkalkt war, ist es ratsam, zwischendrin einmal kurz anzumachen, Blasen herauszulassen und wieder auszumachen. Damit sozusagen die im Gerät stehen gebliebenen Blasen herausgehen können. Und so lässt man das Ganze jetzt 3, 4 Stunden laufen. Man sieht, das Ganze entwickelt sich. Zitronensäurereaktionen, das heißt, er war schon Zeit mal zum Entkalken. So eine Entkalkung schadet den Elektroden nicht, schadet den Schläuchen nicht, schadet gar nichts. Das heißt, Sie können es gerne regelmäßig machen. Es ist gleichzeitig eine Desinfektion, weil Zitronensäure mögen Bakterien nicht. In Krankenhäusern nimmt man Zitronensäure auch her zum Desinfizieren. Warme Zitronensäurelösung ist da die Lösung. Das heißt, sozusagen warmes Wasser aus der Leitung herausnehmen und dann dafür verwenden. Wenn das Ganze dann fertig ist, ich kürze jetzt hier mal ab, um zu zeigen, was wir dann am Ende machen. Was machen wir? Wir stecken die Pumpe ab und dann Abwasserschlauch weg, Pumpe heraus und spülen die Pumpe von innen heraus klar, indem ich hier auf gefiltertes Wasser drücke und spüle die Pumpe so von oben, von überall, von der Zitronensäure frei, weil die Zitronensäure, die wenn die mal eingetrocknet ist, dann ist sie recht klebrig und die Zitronensäurepumpe soll nicht von innen her klebrige Zitronensäure beinhalten, wenn sie zum Trocknen hingelegt wird. Man sieht, es kommt Wasser heraus, das heißt, sie wird klar gespült. Das langt schon wieder. Ich nehme jetzt das Ganze von oben ab. Zack. Ja, spüle nochmal so ein bisschen und lege die Pumpe schön zum Trocknen beiseite. Man sieht, basisches Wasser, saures Wasser. Ich lasse das Ganze 2, 3 Minuten laufen bei gefiltertem Modus und schon ist der Ionisierer fertig und ist entkalkt. Jetzt entkalken wir noch die andere Seite des ECA Plus. Das ist die Seite, wo das saure Wasser rauskommt, das super saure und das super basische Wasser kann man hier aussuchen, ja. Und hier kommt das Abwasser heraus. Das heißt, man bekommt nicht das Wasser von diesem Auslass, sondern von der Seite. Dazu stülpen wir den Schlauch der Pumpe wieder hier drüber. Der passt zum Glück genau drüber. Stecken die Pumpe in das Gefäß mit der Zitronensäurelösung. Prüfen, ob der Abwasserschlauch lang genug ist, um es dahin zu bringen. Wir machen jetzt wieder wie immer Luft raus. Luft ist draußen, ausschalten. Ja. Und jetzt stecken wir die Pumpe an. Und siehe da, es läuft. Jetzt werden wir gleich sehen, ob es besonders viel verkalkt war oder nicht. Ob es klar bleibt oder sich Bläschen bilden. Ja, bisschen was bildet sich. Wenn das Ganze dann fertig ist, stecken wir die Pumpe ab, nehmen die Pumpe ab und lassen es durchfließen auf der Seite natürlich, wo wir gerade entkalkt haben, nämlich auf der Seite. Dieses Geräusch kommt von der Dosierpumpe. Genau, und jetzt würde ich sagen, ist es fertig. Die Pumpe werden wir dann anders noch durchfließen. Genau. Und jetzt kann man ihn so ein bisschen laufen lassen natürlich. Oder auch nicht. Ich mache ihn wieder aus. Das war die Entkalkung des ECA Plus. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und das Interesse an der Entkalkung eines Wasserionisierers. Ich hoffe, das Ganze hilft Ihnen sehr dabei, eine Entkalkung ohne Probleme durchführen zu können und Ihren Wasserionisierer für sehr lange Zeit nutzen zu können. 10 Jahre sind kein Problem, solange Sie regelmäßig, ich sage mal alle 4 bis 12 Monate entkalken. Vielen Dank. Um serviço de alto-falante, gordo para a bandeira.
Quem avisa é o Zé do Caroço. Amanhã vai fazer alvoroço, alertando a favela inteira. Como eu queria que fosse Mangueira, que existisse outro Zé do Caroço, pra falar de uma vez pra esse moço. Carnaval não é esse colosso, nossa escola raiz é madeira.